Reden wir über was ganz anderes, ja, Frau Sander, nämlich dann reden wir über das Karrieretief, was dann anschließend kam, weil Sie haben dann gesagt, hier, Klaus, du kannst mich mal, Klaus Peimann, sind dann vom Wiener Burgtheater verschwunden und das war es dann auch erstmal mit Theater. Dann sind Sie Kellnern gegangen, schön. Ja, schön. Mhm. Das, da muss ich mal was erzählen. Ich war Kellnern, ich war an verschiedenen Orten Kellnerin. Und an einem war so, wo von den Wiener Festwochen dann abends die ganzen Regisseure und Schauspieler und was weiß ich was alle hinkamen. Und da war ich dann abends am Kellnern und dann begegnete mir der Mann, in dessen Stück ich mein erstes Stück, meine erste Rolle hatte, die Hauptrolle hatte sozusagen, eine der, die weibliche Hauptrolle. Der begegnete mir und sagte so, was machst du denn? Ich so, ja, ich Kellner. Ah, echt? Und dann, dann war Luc Bondy da und dann, wer ist das? Ja, die hat bei mir die Hauptrolle gespielt, lalalala. Und dann wurde ich eigentlich den Rest des Abends von denen nur noch als dufte Connection zu dem Wein und so benutzt. Und dann kam aber Edgar Selge. Mhm. Ich weiß nicht, ob er mit seiner Frau damals da war oder mit irgendeiner Kollegin oder irgendjemand anders. Auf jeden Fall kam er zu zweit und meinte, was machst du denn hier? Und mit dem hatte ich nämlich einen Studentenfilm gedreht. Und dadurch kannte ich ihn. Meinte ich so, ja, ich Kellner, ich am Burgtheater, der Vertrag ist nicht länger, ich habe aufgehört, ich, ja, so. Und jetzt habe ich halt noch nichts Neues beim Film oder so. Also, und der war der Einzige, der wirklich geschockt war und der das überhaupt nicht, der so ganz toll reagiert hat, so von wegen, das geht nicht, Annike, das geht nicht. Mhm. Und dann eben zu der Frau oder Mann, was immer, mit wem er da war, meinte, das geht nicht, mit der habe ich jetzt hier gerade gedreht und so weiter, das geht nicht. Und dann rief er mich nach ein paar Tagen an und meinte, pass auf, hier, er war in München am Theater, ich habe meinem Intendanten das erzählt, schick mal deine Sachen dahin, mach das mal. Das war der Einzige, dafür bin ich ihm heute noch dankbar, das werde ich nie vergessen, das fand ich so toll. Ich habe das halt leider dann nicht, ich habe nichts dahin geschickt.